So Freunde, jetzt geht die Fahrt los nach Wien und ab heute beginnt auch offiziell das viele Wasser trinken. Wie ihr seht, eineinhalb Liter Flasche ist schon leer, vielleicht muss die nächste hinterher. Heute muss ich 8 Liter trinken. Für alle, die es nicht kennen, das ist die Methode zum Entwässern. Das heißt, man isst weniger und trinkt viel mehr Wasser. So verarscht man quasi den Körper, bis der Körper ein Sättigungsgefühl hat. Und dann schwitzt man abends immer raus und dann kurz vor der Waage schwitzt man nochmal komplett. Also man trinkt die Tage vorher immer 8 Liter, 8 Liter, 6 Liter, 6 Liter. Dann schwitzt man das komplett aus. Wenn man jetzt nicht viel Gewicht machen muss, muss man erst Montag, Dienstag damit anfangen und sonst muss man eventuell früher anfangen. Bei mir geht es jetzt hier los. Heute 6 Liter, morgen 6 Liter, danach. Ich mache jetzt 4 Tage erstmal nur 6 Liter, weil ich muss nicht so viel Gewicht machen. Und abends wird das immer ausgeschwitzt. Wie haben das gepennt auf dem Weg hier? Moin Leute, ich habe jetzt geschlafen. Ich wundere mich, wieso wir immer noch nicht da sind. Ich kann nicht mehr. Aber das Leben ist hart. So Freunde, kurzer Zwischenstopp hier an der Tankstelle. Ja, da wir viel trinken, müssen wir auch wieder aufs Klo. Ist verständlich, deswegen jetzt mal wieder zwischendurch kleine Stopps geben. Let's go, weiter geht's. So Freunde, angekommen in Wien. Wir werden jetzt erstmal die Sachen nach oben bringen. Wir haben hier ein schönes Haus gemietet, um ein paar Tage auch zu relaxen, weil meine Jungs sind ja auch dabei und damit die Jungs es nicht ganz so hart haben, haben wir uns was Schönes ausgesucht, damit die Jungs auch gut sich entspannen können, erholen können. In diesem Sinne, kommt einfach mit und wir zeigen euch mal die Bude. Spritzige Einheit, bisschen dem Gewicht runterkommen, das ganze Wasser ausschwitzen, was wir heute getrunken haben. Ja, ich fühle mich super, Movement ist gut. Timing stimmt, Distanzgefühl stimmt. Ich habe Islam lange nicht mehr so fokussiert gesehen wie heute. Also er ist schon wirklich sicher. Also die Kämpfe davor, die letzten 3-2, da war er noch vielleicht ein bisschen nicht so fokussiert wie jetzt. Aber jetzt ist er wirklich dabei. Und man sieht jetzt einfach, der hat Spaß dran und fokussiert. Also ich habe gerade die Platz in ihm gehalten. Wir haben gerade ein bisschen Simulation gemacht. Also ich sehe das Feuer in den Augen. Ich weiß es selbst als Kämpfer. Und der Bruder hat Hunger. Wir essen jetzt. Ja, nachschwitzen. Ich habe voll die guten Freunde aber, ja. Die essen die Pizza auf. Die essen für mich Pizza mit. Wir haben Essen geholt für 120 Euro oder so. Zu dritt. Er sagt zu mir, ein Mayo kostet 25 Cent. So Freunde, auch während des Weight Cuts darf das Eiweiß nicht fehlen. Deswegen kurz nach der lockeren Einheit erstmal mein Iso-Clear-Shake knallen. Damit die nötigen Proteine auch vorhanden sind, Freunde, mit dem Code Dulatov maximal Rabatt sparen. Viel Spaß bei eurem Einkauf. Ich darf leider nicht essen. Egal, der probiert für mich. Schmeckt? Super. Super! Samstag komm ich auch. Ich hab nur keinen Bock, ich will am liebsten jetzt schon in den Käfig drin sein, Bruder. Ja. Sagen, schnell hinter mich bringen. Was haben wir jetzt hier? Das ist Lava-Chocolate, irgendein Kuchen, Bruder. Ich fühle mich gut, ich hab immer noch Power, das ist das Wichtigste. Deswegen muss man, das ist irgendwie das wichtig, Eiweiß zu sich zu nehmen, Omega-3, gesunde Fette, positive Fette. Solche Sachen, das sind wichtige Sachen, von denen der Körper profitiert und Energie nimmt. Danke für den Besuch. Die besten Jungs aus Deutschland, danke euch allen, Bruder. Ihr seid herzlich willkommen. Wir haben uns bedanken, Bruder. Islam die Nummer 1, inshallah, bald, Bruder. Wir sind die ganze Umbrüder, wir stehen hinter Ihnen. Großes Lob an die Jungs, an die Brüder hier, wirklich. Vielen, vielen Dank, Bruder, an alle, die hier sind gerade. Bruder. Haben uns sehr, sehr nett empfangen. Ich glaube, ich wurde in meinem Leben wirklich nur einmal, so zweimal in meinem Leben so herzlich empfangen wie heute. Also so, echt, vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, ihr seid jederzeit bei uns in Deutschland willkommen. Deswegen, wir machen hoch, wir machen runter. Da. So sollte ein Empfang aussehen, Leute. Also ehrlich, können sich viele Beispiele dran nehmen. Okay, klar. Islam, wie fühlst du dich jetzt nach dieser Einheit, nach dem ganzen Schwitzen und Diät machen? Sind zwar noch ein paar Tage hin bis zum Kampf, aber man sieht dir schon an, dass du für einiges an Gewicht verloren hast. Wie fühlt sich das gerade so an, so körperlich und mental? Mental, Bruder, fühlt sich das an wie immer. Es ist ein Weightcut, ist normal. Es ist dasselbe wie bei jedem Kampf, sage ich mal. Ne? Mental macht das nichts mit einem. Also klar, es gibt so harte Weightcuts, die machen dich auch mental kaputt ein bisschen, was auch nicht schlimm ist, aber mental gerade fühle ich mich top. Es ist halt so körperlich, weißt du, man fühlt sich kaputt, man fühlt sich schlapp so viel an. Man hat so 3-4 Hosen an, 2-3 Pullis, T-Shirts, Jacke. Ich schwitze die ganze Zeit, weißt du, ununterbrochen. Ich bin tot am Schwitzen, das heißt, ich muss noch bestimmt bis morgen früh 9 Uhr so weiter schwitzen und gleich mit meinem Bett mich legen und da mich einquetschen und schwitzen die ganze Nacht. Wenn ich schon dran denke, ist das der Horror, aber was willst du machen, ja? Wenn jemand noch nie dieses Weight Cut und Ausschwitzen gemacht hat, wie könntest du das vergleichen? Wie fühlt sich das an? Im Endeffekt kann man das mit gar nichts vergleichen. Es gibt nichts auf der Welt, womit man das vergleichen kann. Du sitzt einfach still da und du schwitzt die ganze Zeit und irgendwann kriegst du deine Aggression, weil du keinen Bock mehr hast, auf derselben Stelle zu sitzen und die ganze Zeit zu schwitzen. Ich weiß nicht, mit was man das beschreiben kann, aber es gibt halt schlimmere Methoden. Ich habe mal bei meinem ersten Profikampf, war das meine ich? Nee, das war bei meinem dritten Amateurkampf, den habe ich damals verloren. Da habe ich ein Salzbad gemacht und
ich hatte so schlimme Schmerzen, ich war in der Badewanne und ich hatte so Schmerzen, meine Zähne haben sich angefühlt, dass die kaputt gehen. Das war der schlimmste Schmerz, den ich in meinem Leben hatte, so an sich, so an, ohne dass man jetzt irgendwas abbekommen hat, sondern ich rede jetzt vom Sitzen so, es waren Schmerzen, man kann die nicht beschreiben. Der ganze Körper fühlt sich so an, gestresst an, es ist so, als ob dich jemand mit 1000 Nadeln von allen Seiten stechen würde und deine Zähne fühlen sich so an, als ob die jeden Moment rausspringen, nicht fallen, sondern springen, so als ob die aus deinen Zähnen rausfallen. So. Das ist echt ein Schmerz, der ist unbeschreiblich. Ich habe damals halt Meeressalz gemischt und dann so eine spezielle so eine Flüssigkeit, weil ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Und ja, also das war auf jeden Fall deutlich schlimmer, deswegen mache ich sowas auch heutzutage nicht mehr, sondern jetzt so einfach nur, das ist jetzt gerade Nachschwitzen, was ich mache. Ich habe eine Einheit gehabt, jetzt schwitze ich einfach nur nach. Armin, du bist ja die ganze Zeit als Vorbereitung dabei. Was sagst du, wie macht sich Islam, in welchem Zustand befindet er sich? Man sagt ja auch allgemein, dass diese Weightcut ziemlich gefährlich sein kann für Anfänger, wenn man nicht geübt ist daran, was man macht. Wie gefährlich ist gerade der Zustand, denkst du? Ist es noch in Ordnung oder ist es schon grenzwertig? Wann wird es grenzwertig? Werdet ihr überhaupt in den Bereich gehen, wo es grenzwertig wird? Auf jeden Fall, der Islam, ich habe ihn lange nicht mehr so fokussiert gesehen, habe ich auch sehr, sehr oft jetzt schon gesagt gehabt. Also er ist nicht in diesem Zustand, wo ich jetzt sagen kann, wir schaffen das nicht oder er kackt ab. Sorry, dass ich so rede, aber er kennt das Spiel schon, er macht das seit Jahren. Das ist sein Job, er liebt es, sonst würde er nicht jeden Tag aufstehen und trainieren. Er weiß ganz genau, wie es abläuft. Er macht das ganz cool. Er weiß schon, was ihn erwarten wird. Er hat viel, viel schlimmere Sachen durchlebt. Wie war die Anreise, Bruder? Dankeschön, war gut. Ich bin glücklich, endlich mal angekommen zu sein. Flug war ein bisschen kritisch. Ich habe es knapp überlebt, weil es wieder Turbulenzen gab. Was ist hier heute so extrem windig? Heute ist Entspannungstag für mich. Also heute werde ich mich nur entspannen, ich möchte auch gar keinen sehen. Am liebsten will ich direkt in Bademantel da runtergehen und mit keinem reden. Ja? Jetzt fahren wir was essen, meine letzte Mahlzeit vor der Waage morgen. Ja, wir wurden eingeladen von guten Brüdern von uns, die uns auch seit Tagen schon begleiten. Bilal, sehr schöne Grüße an dich, Bruder, jetzt. Und ja, wir gehen jetzt dorthin. Mein Bruder Jibril ist auch eben angereist. Dort werden wir uns alle zusammen treffen und dann essen wir alle zusammen was. Für mich quasi, wie gesagt, das letzte Mal vor der Waage morgen. Und ja, heute Abend mache ich noch mein letztes Gewicht. Und morgen heißt es auf zur Waage. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since a bus down Aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer. Trying to pay off my Madre's gas cuts. Took the wife and Lazarotti that speak. Add the spice to Calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Psh, don't say that. You know that man don't pay that. Bruder, jetzt machst du den Kiefer zu, nicht anspannen, nur zumachen. Du hältst deine Beine und wir versuchen, dass wir dich knacksen. Wenn es klappt, gut, wenn nicht, ist deine Seele in Tschetschenien. Auf hohen Bergen, Bruder. Lock. Hast du das gespürt? Ja. Wie geht's dir? Gut. Kopf noch dran. Wie hast du es gespürt? So komisch. Hat's geknackst? So halb. Hat's gezogen? Ja. War der Druck danach weg? Wie spürst du es? Ich habe noch ein bisschen so also Druck im Rücken, ja. Machen wir nochmal? Der will ein bisschen kommen. Komm, wir versuchen noch. Manchmal knackst es. Ja. Top. Dann sagst du, Bruder, ein guter Trainer, Bruder. Ja. Der Islam ist fit. Der ist auch heiß, weil der ja diese Zweikämpfe absagen musste und so. Dann weißt du doch. Ja. Der hat so viel trainiert, Alter, und dann musste der zweimal hintereinander absagen. Das macht auch etwas mit Menschen, ne? Auf jeden Fall. Und ja, du kannst das positiv für dich nutzen, als Motivation oder auch daran kaputt gehen. Und der hat auch das andersrum gemacht, ja. Ich bin guter Dinge, ich denke, finish in der ersten Runde, im besten Fall in der ersten Minute. Aber wir unterschätzen niemanden, wir nehmen alles ernst. Ja, schauen wir mal. So, Freunde, es ist jetzt ungefähr 7 Uhr morgens und mein Gewicht stimmt schon. Also ich bin im Schlafengang aufgewacht mit meinem Gewicht. Deswegen passt das, also brauchen wir die Morgenzeit gar nicht erst zu machen. Ich fühle mich immer noch nach wie vor super, Alhamdulillah. Ich habe jetzt seit gestern Abend nichts getrunken, nichts gegessen. Verständlich, dass ich Hunger und Durst habe, aber an sich ist es noch sehr gut ertragbar. Wir werden wahrscheinlich in ca. 20 Minuten oder 15 Minuten da sein. Dann gehe ich auf die Waage und dann fange ich an, direkt aufzuladen. So, die Waage ist geschafft. Richtig.
Jetzt ist noch ein bisschen Kokosnusswasser für die Elektrolyten, für alles, was man verloren hat. Man hat ja viel Kalium, Calcium, alles, alle Elektrolyten verloren durch das ganze Ausschwitzen. Und jetzt muss man das erstmal alles wieder reinholen. Auch immer dabei, der wird auch gleich runtergekippt, damit der Eiweißbedarf auch gefüllt ist. Jungs, wo ist die Waage? Ich habe so wenig gegessen, dass ich auch 77,5 bin. 79,5, 3 Kilo abgenommen. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Was denn? Was denn? Ja, ich bin ein bisschen besser aufgefahren. Ja, bin ich auch. Ey, 10 Mal hat er das umgebracht. Er will noch reden. War nicht 10 Mal? Du hast mich fast 20 Mal umgebracht. Was? Hier, der Schein, der Kameramann. Das ist der Schlimmste. Er fährt volle Kanne und bremst ab. Er fährt volle Kanne, bremst ab. Fährt volle Kanne, bremst ab. Fährt volle Kanne, bremst ab. Und das die ganze Zeit. Guck mal jetzt. Wie bist du gefahren? Ich schwöre es dir. Hör mal zu jetzt. Wir haben an, ne? Spur ist 110, lass. Spur ist 110, tamam? Das sind Geschichte und Polar. Er fährt mir 105. Wofür haben wir diese 999 bezahlt, wenn du das nicht ausnutzt? Sag mir das mal. Wir halten uns an die Straßenverkehrsordnung. Dann hätte ich die App doch gar nicht kaufen müssen. Größter Müllfahrer Deutschlands, Schein. Zweiter Platz, streiten wir uns noch. Das ist so dreist, wir bauen uns vor der Haustür zu parken. Kostet wie viel? 36 Euro. Und die Strafe ist 37 Euro. Nein, 37 Euro ist das Parkgebühr. Also, wenn aber wenn du stehen lässt, 36 Euro. Das ist mein 5. Strafzettel an die Familie Dolatov. Macht 180 Euro bereit. Was? Warum? Warum darf ich nicht? Was denn? Ja, was denn? Warte. Warum darf man S-Klasse hinkommen, aber man darf nicht mit Rolls-Royce hinkommen? Verstehe ich nicht. Was denn? Wo sind wir gerade? Wir sind hier in einem Bräunungssalon. Ich wollte einfach nicht sagen, dass es ein Sonnenstudio ist. Issa, komm doch mal her. Komm her. Die Zuschauer wollen dich. Komm her. Die sagen, du bist der Sympathische. Also das Stärkste ist hier, wie viel? 950 ist das Stärkste in Wien. Danke selber. Alles gut? Passt, alles super, ja. Was geht, Jungs? Läuft's gut angekommen, Bruder? Ja, voll. Alles korrekt. Ich wusste das gar nicht, dass du kommst. Das haben wir auf jeden Fall, das ist so unser Markenzeichen hier, sag ich mal, weißt du? Die Hose auch. Sieht geil aus, ne? Aber das ist auch nur so ein Musterteil, das hat auch bearbeitet, umgebracht und so. Wir waren auch lange genug in der Modebranche, Bruder, weißt du? Ja. Patrick mit genau 77 Kilogramm. Applaus. Let's go, Mann. War super, ja. Ich habe ihm gesagt, ob der bereit ist oder nicht. Und dass er sich hoffentlich gut vorbereitet hat auf den Kampf. Weil das wird morgen auf jeden Fall eine Schlacht. Und einfach wird es für ihn auf jeden Fall nicht. Ich werde es ihm nicht einfach machen. Stimmung ist geil. Islam sieht aus, als wäre er gut drauf. Sein Gegner war auch motiviert. Ja, Face-Off war auf jeden Fall intensiv, kann man so sagen. Ich bin gespannt, wie der Kampf morgen sein wird. Ja, weil Waage, Face-Off, das ist alles eine Sache. Aber am Ende, wenn sich die Käfigtür schließt und beide sich gegenüberstehen, das ist eine ganz andere Sache. Schauen wir mal, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schön aufgeladen, so jetzt machen wir schon eine ganz, ganz kleine Einheit. 15 Minuten, nichts Wildes und dann geht es erstmal ins Bett. Und ja, morgen früh nochmal eine Runde hochfahren und dann war es auch erstmal und dann geht es erstmal zum Kampf, Junge. Weg von seinem Auto! Ist doch bestätigt.
Bestätigung. Hier, wir haben einen Gutachter hier, mach das mal. Bruder, ich sag dir offen und ehrlich, rutsch mal. Ah, gib mir das mal. Die Achse hat auch was. Ich denke, die Achse hat auch was. Mindestens. Die Achse hat was. Bremsscheiben sind kaputt, Bruder, das macht 12,5. So Leute, genau so wird der Kampf ablaufen.